Codec von Fuji X Weekly geht es heute mal wieder um ein Recipe. Und dieses Recipe habe ich wie immer auf Fuji X Weekly gefunden. Eigentlich war ich auf der Suche nach einem Recipe, das dem Asteroid City Look ähnlich kommt. Auf Fuji X Weekly habe ich hierzu genau zwei gefunden. Einmal Bright Summer und einmal Bright Codec. Diese beiden Recipes unterscheiden sich eigentlich nur im Weißabgleich, was bei Tageslicht oder Sonnenlicht sowieso nicht groß auffällt. Den Link zu Fuji X Weekly sowie die Werte des Recipes findet ihr in der Videobeschreibung. Wie immer schauen wir uns als allererstes an, wie dieser Look zustande kommt, was für mich persönlich sehr wichtig ist, um zu verstehen, wie dieses Recipe funktioniert und wann ich dieses einsetzen kann. Was als allererstes auffällt, ist dieser matte Look, die Blau- und Grüntöne sowie der Gelbstich und natürlich nicht zu vergessen die Orangetöne. Wie man sehen kann, basiert das Recipe mal wieder auf Classic Chrome. Der matte Look kommt vor allem durch die Reduktion der Lichter und Schatten sowie der Klarheit, wobei das bei den Lichtern und Schatten ja keine Reduktion ist, sondern eher eine Erhaltung dieser. Die Farben des Recipes werden auf das Maximum gepusht und bei der Verschiebung des Weißabgleichs werden die Rottöne etwas verstärkt und die Blautöne stark zurückgenommen. Und um den analogen Look noch etwas zu verstärken, wird auch die Schärfe zurückgenommen. Der Körnungseffekt ist hier auf groß und stark gestellt, was mir persönlich nicht ganz so gefällt. Ebenso wie die Einstellung für Dynamic Range mit DR400. Mit dieser Einstellung für die Dynamic Range startet euer ISO bei 500, was das Bildrauschen neben dem Körnungseffekt natürlich nochmals verstärkt. Wie bei jedem Recipe wird auch hier wieder empfohlen, überzubelichten mit dem Belichtungsrad. Dabei sollte man aber auch beachten, dass die Überbelichtung sowie die Anpassung des Weißabgleichs auch in die RAWs übernommen wird. Der empfohlene Weißabgleich für dieses Recipe liegt bei 5500 Kelvin, also Tageslicht. Bei sonnigem Wetter reicht das auch vollkommen für den Gelbstich aus. Wer aber noch etwas mehr Gelbstich haben möchte, der sollte die Farbtemperatur nach oben korrigieren. Und damit könnt ihr dann auch fast schon wieder zum Recipe Bright Summer wechseln. Dieses nutzt nämlich anstatt der 5500 Kelvin 7100 Kelvin. Bisher habe ich dieses Recipe nur tagsüber verwendet und eigentlich auch immer, wenn die Sonne so richtig reingeballert hat. Dass diese Recipes bei diesen Wetterbedingungen aber auch am besten aussehen, haben wir ja schon in den letzten Videos gesehen. Wer möglichst nahe an den Asteroid City Look heran möchte, der sollte auf das richtige Licht warten. Grelles Sonnenlicht im Rücken eignet sich hierzu am besten. Wie man am Anfang des Videos gesehen hat, wirkt das Recipe auch bei Gegenlicht oder an sogenannten Overcast-Tagen ganz gut. Durch das Gegenlicht wird auch hier ein Look erzeugt, der mir persönlich ganz gut gefällt. Mit dem Asteroid City Look hat das Ganze hier dann nichts mehr zu tun, was aber auch gleichzeitig wieder zeigt, welches Licht man dafür braucht. Um zu sehen, wie sich dieses Recipe auch bei Nacht verhält, wechsle ich jetzt nochmal ins Fuji X RAW Studio und teste das an einigen Nachtaufnahmen aus London. Wie man sieht, kann man es verwenden, aber mich persönlich reißt es absolut nicht vom Hocker. Für Nachtaufnahmen empfiehlt sich dann doch wohl eher das CineStill 800T. Aber das wäre dann doch wohl wieder auch ein anderes Video.
Episodele, jetzt habt ihr mal gesehen, wie das Bright Codec Recipe bei unterschiedlichen Lichtbedingungen wirkt und hoffentlich auch, wie nahe es dem Asteroid City Look kommen kann. Alternativ könnt ihr natürlich von Fuji X Weekly auch noch das Bright Summer oder das Vibrant Arizona Recipe testen. Je nach Lichtverhältnissen können auch diese beiden Recipes dem Asteroid City Look sehr nahe kommen. Und wer schon ein Recipe zum Asteroid City Look erstellt hat, der schreibt gerne in die Kommentare. Ich teste das dann auf jeden Fall. Bei Fragen oder Anmerkungen schreibt ebenfalls gerne wie immer in die Kommentare. Damit habe ich für heute mal wieder fertig. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.